René Hiepen und Jürgen Klinsmann bitte. Gleich geht's weiter mit dem WM-Vorrundenspiel Kamerun gegen Deutschland mit Bitburger. Und die beste Chance in dieser ersten Halbzeit hatte Ole Mbe in der 12. Spielminute. Und die beste Reaktion in diesem ersten Spielabschnitt zeigte Oliver Kahn, der sensationell reagierte. Hier sehen wir Michael Ballack, der leider übers Tor schoss. Aber das Beste an diesem Spiel ist sicherlich das Ergebnis 0:0. Ist richtig, ja, dass wir mit der 0:0 in die Halbzeitpause gehen können. Die hatten drei hochkarätige Chancen, vor allem die erste Chance, die als Oliver Kahn super gehalten hat. Können wir ihm verdanken, dass es 0:0 noch steht. Jetzt wird es natürlich noch schwieriger mit 10 gegen 11. Wobei es jetzt wird ein richtiger Fight. Also es wird ein richtig faszinierendes Spiel jetzt. 10 deutsche Nationalspieler kämpfen gegen 11 heißhungrige Löwen. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Fußballspiel. Wir sind gleich zurück bei der Fußball-WM in Japan. Bissig, Lion von Nestle. Puh. Emotionen live erleben. Vega Theater. So, Pause. Was machen wir jetzt? Was noch? Wie viele Monate die Grundgebühr beim Strom sparen? Nummer 19. Das WM-Angebot von Yellow. So viele gut angezogene Menschen. Das liegt daran, dass jetzt gerade alle die Jubiläumsangebote von Quelle bestellen. Quelle ist dank Deutsche Post WorldNet überall präsent. So kommen nicht nur die Kataloge, sondern auch jede einzelne Bestellung blitzschnell ans Ziel. Mittlerweile sind das über 150.000 Sendungen. Am Tag. Du siehst, Deutsche Post Worldnet arbeitet sogar in der Modebranche. Ist das nicht großartig? Ich glaube, ich habe sogar davon geträumt. Mario, 12 Monate. Edgar, 8 Monate. Stefan, 4 Monate. Verlängerung unbezahlbar. Eurocard, offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2002. Stell dir vor, dass aus der Idee, Licht in jedes Haus zu bringen, das Unternehmen RWE geworden ist. Stell dir vor, dass RWE heute auch Wasser fördert und einen der weltweit wichtigsten Rohstoffe liefert. In streng kontrollierter Qualität. RWE. Thank you.
Flaute beim Surfen? Holen Sie sich TDSL und surfen Sie mit Highspeed durchs Internet. Schauen Sie rein bei T-Online-Vision, Games, Clips, Filme, noch und nöcher. Surfen Sie hin, aber TDSL schnell. Jetzt einsteigen bei TDSL. Infos in Ihrem T-Punkt. Große Ereignisse jetzt digital auf DVD aufnehmen. Das ist mein Junge! Sie müssen einfach nur Rekord drücken. Brillante Aufnahmen für immer. Der DVD-Rekorder von Philips. Was machst du hier, Kleine? Ich habe aber nichts für dich, nur Schokoriegel. Oh, mehr hast du einer Lady nicht zu bieten. Na? Wie wär's mit der wahrscheinlich längsten Praline der Welt? So lang? Ich glaube, ich nehme dich mit nach Hause. Mich? Ja. Und Duplo. Die WM im Netz. Klicken Sie rein www.zdf.de. Werden Sie Wettmeister. Tippen Sie Ergebnisse, Spieler, Mannschaften. Zu gewinnen gibt's Notebooks von Toshiba. Und beim Tipp des Tages mit Amazon.de, dem Onlineshop, das offizielle PC-Spiel zur Fußball-WM von EA Sports. Im Chat der ZDF-Experte Jürgen Klinsmann. Reportagen, Interviews, Porträts. Online und im ZDF-Text alle Spielstände im Live-Ticker. www.zdf.de. Wir sind zurück in Shizuoka. Kamerun, Deutschland 0:0. Sollte es so bleiben, sind wir im Achtelfinale. Bei der deutschen Mannschaft bahnt sich eine Einwechslung an. Marco Bode wird gleich in die Partie kommen. Mehr Informationen, wenn wir wieder zurück sind in Japan bei der Fußballwelt. Where's the cage? Very much doesn't need a cage. And this time, first to 100 wins. What's here? Millionen für Sponsoring verplempern? Mediamarkt unterstützt den Deutschen Tischfußballbund mit dem Betrag von 99 Euro. Und mit dem gesparten Geld ärgern wir den Verband der bundesdeutschen Preistreiber. Jetzt bei Deutschlands allerbilligsten Multimediamarkt. 51 cm Samsung Farbfernseher mit Videotext für nur 149 Euro. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Keine noch so kluge Taktik ist so gut wie ein dummes Tor. Fußball ist so einfach. Mit T-Sports von T-Mobile jetzt aktuelle WM-News direkt auf Ihr WAP-Handy. Get more T-Mobile. Hier, ja. Schön, ne? Mein Gott, das Schiebedach. Unsere Sachen. Meine MS-Handtasche. Meine Sommerkleider. Meine Reitstiefel. Mein neuer Sattel. Mein neuer Anzug. Mein Computer. Meine Videokamera. Meine Staffelei. Ja, aber meine Fotoausrüstung. Die Liegestühle. Meine Golftasche. Der Sonnenschirm. Meine Gitarre. Kleiner Scherz. Idiot. Jetzt mit T-Mobile und dem Siemens MT50. WM-Tore aufs Handy und Fußballspiele downloaden. Wie ist mein Geld sicher angelegt? Ich will mit 55 aufhören. Was kostet mich das im Monat? Soll ich das machen? Was ist eigentlich ein Hedgefonds? Was ist, wenn ich früher an mein Geld will? Wieso hat mein Nachbar 3 Autos? Und ich nicht. Ob's Deutschland diesmal schafft? Soll ich jetzt wirklich Aktien kaufen? Jeder Mensch hat andere Fragen. Deshalb beraten wir sie individuell. Dresdner Bank, die Beraterbank.
Infos von Jörg von Torra als SMS direkt aufs Handy. Jetzt bei Vodafone kaufen und immer am Ball bleiben. Genauso begeistert über die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft wie Sie. Wir sind stolzer Partner der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Meiner? Deiner? Keine Spielchen mehr. Böses Foul. Ganz böses Foul. Wer ihn hat, hat's gut. Footballitis. Viele Menschen sind bereits davon betroffen. Wenn ein Ball die Torlinie überschreitet, äußern sich die Symptome. Einige schaffen es, sich blind fortzubewegen. Wie Fledermäuse. Wir haben es an uns selbst getestet. Und es scheint gut zu funktionieren. Ich will jemanden, der weiß, wie ich lebe. Und der mir hilft, meine finanzielle Zukunft ganzheitlich zu gestalten. Ich will, wo ich auch bin, in jeder Situation, den einen Ansprechpartner, der meine Probleme löst. Ich will einen Partner, der unsere persönlichen Ziele versteht, damit wir auf die Zukunft gut vorbereitet sind. Allianz. Versicherung, Vorsorge, Vermögen. Wir sind zurück, live in Shizuoka bei der Fußball-WM Kamerun-Deutschland 0:0. Und die entscheidende Szene aus der ersten Halbzeit, der Platzverweis von Carsten Ramelow. Welchen Fehler macht der Jürgen? Carsten hat den Moment verpasst, rauszurücken, als er den Ball sich ein bisschen weit vorlegt. Und dann hat er sich selber in die Situation gebracht, dass er das Foulspiel begeht. Es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für uns. Es hat mit zur Konsequenz, dass wir jetzt natürlich jeden Zweikampf suchen müssen, fighten müssen bis zur allerletzten Sekunde. Und wir müssen den Schiedsrichter in Ruhe lassen. Er ist uns nicht wohlgesonnen, bevor er noch einen zweiten runterstellt. Müssen wir es einfach jetzt mal so akzeptieren. Und es kann sein, dass wenn die Jungs von Kamerun ein bisschen die Nerven verlieren, dass da vielleicht auch einer runtergeht. Jetzt also die zweite Halbzeit. Daumen drücken. Ihr Reporter weiterhin Johannes B. Kerner. Weiterhin viel Spaß beim WM-Vorrundenspiel Kamerun gegen Deutschland mit Bitburger.